Servus Leute, willkommen beim Kanal von The Black Maxel. Unser Kanal geht von bei mir mehr Shooter und bei Max mehr Radsport und Simulatoren, ja. Ja, ich werde auch ein bisschen Simulation machen, aber nicht so viel. Ich habe noch einen ersten Kanal, der ist BlackXC heißt das, aber der ist nur für mich allein. Und mein Kumpel, der Maxel eben, mit dem habe ich überlegt, dass wir eben zusammen einen Kanal machen. Wir spielen hier Radsportmanager 2011, oder? 12, okay. Ja, und wir nehmen das, welches Team? Das Liquigas-Team, ja. Und der Max wird jetzt dann noch erklären, was er noch alles hier beim Radsportmanager tun wird. So, ich übergebe an dich. Ja, hallo meine Freunde erstmal. Ja, wie ihr schon gehört habt, spielen wir den Radsportmanager 2012. Manche werden sich jetzt vielleicht fragen, warum wir das Team Liquigas genommen haben, weil es sind ja eigentlich nicht doch so starke Fahrer darin, aber ja, es ist so, dass manche andere Let's Player schon das Sky Professional Team genommen haben. Und ich wollte nicht, dass da irgendwie dann Konkurrenz gibt oder so. Und drum nehmen wir jetzt das Liquigas-Team mit Vincenzo Nibali, einem starken Bergfahrer, der auch beim Giro und bei der Tour de France dabei war, und mit Ivan Basso und Peter Sagan, der auch bei der Tour das grüne Trikot gewonnen hat. Und ja, jetzt schauen wir halt mal, wie es läuft, und dann fangen wir mal an. Ja, also wie ich schon. Ja, und wie schon vorhin gesagt, ich mache mir die Shooter-Spiele. Also, ich habe Call of Duty Modern Warfare 2, nicht 3, oder Black Ops 2, wie ich, wo neu rauskommen wird. Ich finde halt MW2 besser. Ja, und ich bin da nicht der Oberpro. Und das mag ich auch nicht wirklich sagen, also ich bin schon froh, wenn ich mal wirklich aus Glück eine AC-130 kriege. Was ich sicherlich nicht schaffen werde, ist ja auch egal. Auf jeden Fall beim Radsportmanager, wie ihr seht, fangen wir von vorne an. Und ja, die Karriere von vorne an. Und wenn ihr wissen wollt. Ja, und da ist die Planung, genau. Und wenn ihr wissen wollt, mit was wir es aufnehmen, ich sage euch, das ist Fraps. Ich glaube, das ist eigentlich das Beste, wo man aufnehmen kann. Und ja, mal schauen. Ja, da ist ja der Kader und Pipapo Pusteblume. Ja. Magst du mal anfangen? Achso, ja, Planung, das mache ich dann offscreen und so, oder was? Ja, das ist wirklich langweilig. Und der Max, wird wahrscheinlich noch ohne mich, oder mit mir manchmal, noch so ein Tutorial machen für den Radsportmanager und dann noch, stinkt nochmal weiter. Ja. Jetzt redet gleich wieder der Max, hier. Ja, manche werden sich wahrscheinlich gewundert haben, warum bei uns die ganzen Teams und alles richtig geschrieben ist, weil in der Official Release Datenbank fehlen ja doch viele Lizenzen, zum Beispiel von Radio Shack. Aber ich habe mir da vorher die RSM News Datenbank 2012 heruntergeladen. Das ist von so einer Forumseite mit ganz tollen Downloads und allem. Und das ist in meinen Augen eigentlich eine von den besten Datenbanken, weil da auch die ganzen Trikots, die sind auch alle original. Und ja, das kann man dann auch hier sehen, wenn man jetzt da auf Teams geht, dass da die ganzen Trikots original haben. Und auch die Namen oder die Fotos, wie jetzt hier vom Cadel Evans, dass das alles ganz original und ganz toll ist. Und auch da, wenn man jetzt schaut, bei den Rennen, die haben alle richtig geschrieben. Ja, und jetzt schauen wir mal, welche der Planung. Ja, da sieht man halt jetzt die ganzen Rennen, wo wir teilnehmen.
da sieht man da vorne halt, dass da immer so ein Haken dann ist, so ein grüner. Und das erste große UCI World Tour Rennen wird die Tour dann anders sein, in Australien. Ja, bei der war ja auch in Real Life heute André Greipel sehr erfolgreich, der hat da ein paar Etappen gewonnen. Und das ist immer eigentlich das erste große Rennen. Und da werden wir schauen, dass wir zum Beispiel mit Peter Sagan oder so einige gute Platzierungen erreichen können. Dann wird die Tour de St. Louis anstehen. Naja, das sind eigentlich auch Sprintetappen. Hier so eine Hügeletappe mit einem ersten Kategorieberg drin. Und dann ein Zeitfahren über 19 Kilometer. Dann nur ein paar hügelige Etappen. Aber ich denke, da werden wir auch nicht mit der Top-Besetzung antreten. Dann stehen ein paar so kleinere Grand Prix an, hier in Frankreich. Oder dann die Mallorca Challenge. Sind auch eher flache Etappen. Hier wieder hügelige. Und hier auch. Naja. Und ich werde jetzt dann erst einmal die Fahrer nominieren für die ganzen Rennen. Da fangen wir halt einmal mit der Tour dann an. Also auf jeden Fall wird dabei sein der Peter Sagan, unser Sprinter. Der hat ja auch, glaube ich, 80 Sprint und 84 Beschleunigung, 80 Abfahrt. Also ist ein richtig toller Fahrer, der wirklich auf alle Profile wirklich gute Leistungen bringen kann. Und auch über Hügel, also wirklich gut ist mit 78 und Prolog 77 und Kopfsteinpflaster auch. Also das ist wirklich ein sehr kompletter Fahrer. Der kann wirklich dann auch gut mithalten. Na, dann schauen wir mal, wie wir dann noch Juri Sagan, sein Bruder. Nehmen wir mal noch den Daniel Oss mit als Sprinthelfer. Den Moreno Moser als, ja, mit einem guten Ebenenwert. Dann noch den Ilia Viviani, der ist auch ein Sprinter. Auch 77 Sprint, also das ist auch recht gut. Der wird auch mitgenommen. Dann schauen wir mal. Dominik Nerz, der einzige deutsche Fahrer. Er ist mehr der Etappenfahrer. 71 Berg, 69 Hügel. Das ist eigentlich schon recht gut. Den nehmen wir, glaube ich, auch mit. Ja, und dann schauen wir mal. Salerno, 26, ist jetzt nicht der Top-Fahrer, aber der fährt als Wasserträger mit. Und der Valerio Agnoli, der auch mit. Jetzt schauen wir mal, ich weiß jetzt bloß nicht, wie viel man da nominieren darf. Okay, 7 von 7, ja, dann fangen wir mal ein wenig, machen wir mal ein wenig hin, da, dass wir mal ein wenig weiterkommen. Nächstes Ereignis. Die Vorsaison-Trainingszentren wurden gerade eröffnet. Reservierung. Können Sie sofort ein Trainingslager reservieren? Das machen wir doch mal. Vorsaison-Trainingslager. Naja, ein Stern, das ist jetzt nicht so prickelnd. Na, nehmen wir doch einmal das. Das hat 5 Sterne, das dürfen wir mal reservieren. Für die Basso darf mit Caruso, Moser, Nibali, Sagan, Schmidt, Oss, Nerz, Koren, die dürfen da mal mit über 6 Tage oder 8 Tage nehmen wir mal übernehmen. Gut, dann dürfen die dann ins Trainingslager. Beginn des Trainingslagers. Okay. Rüsten, ja. Braucht man nicht. Programm für den heutigen Tag. Dann nehmen wir doch mal. Nehmen wir mal 2 gleichmäßiges Fahren. Das wird schon dann passen. Und weiter geht's. Bestätigung des Rennkalenders. Ach, das müssen wir alles halt machen. Okay, naja dann, also, das war's einmal für die erste Folge. Ich werde jetzt dann die Planung noch abschließen. Und dann sehen wir uns wieder am 17.01. bei der Tour Down Under. Ich sag auch mal Tschüss, bis demnächst.